Mit einer mehr oder weniger neuen Vorlage von Arti begrüße ich euch herzlich. Willkommen in Splatoon 2 im Story-Modus, Heldenmodus, wie auch immer, hier in Level 20 auf und ab im Propellerland. Ja, gut gesagt. Vorhin noch ein Outtake doch dazwischen geklatscht, damit das Ganze lustig wird. Mehr oder weniger. Ist auch egal. Und ja, wir bekommen wieder eine neue Waffe. Wunderbar. Und es ist der Heldenpluviator. Nice. Ich habe ja schon im Online-Modus schon mit denen gezockt. Das ist eigentlich ganz gut. Hier haben wir eine momentan allseits begehrte Waffe, den Heldenpluviator. Verschieße mit ZR Tinte oder halte die Taste gedrückt, um dich zu schützen. Hältst du ZR länger gedrückt, fliegt der Pluviator Tinte sprühend los. Probier's mal. Ja, ich habe mit denen ja schon gespielt. Das ist ganz nice. Na, da versprüht ja Tinte. Und hinten, okay. Wäre jetzt schon da ohne Schriftrolle oder ein Schurium, Alter, wäre das lächerlich. Okay. Schon ein Octarianer hier, der schon mit uns auf den Sack geht, aber nicht mit mir. Ausrüstungsteil, oder war? Mein Tipp lässt den Pluviator. Ja, fliegen und so. Halt so halt quasi, ne? Ist schon klar. Aber das was, ja, ein bisschen bringt es halt schon was, ne? Ne, komm schon. Okay. Ist das aufgebaut wie so ein kleines Labyrinth oder so? Kommen wir in jedem Bereich hin? Oder? Ah, vorne sieht es hier, hinten sieht es ja ganz schön aus, ey. Unsichtbare Tinte, so wie es aussieht. Na gut. Gehen wir erstmal hier entlang. Hier schon mal diese kleinen komischen Probeviecher. Haben die überhaupt so einen bestimmten Namen überhaupt, diese Gegner? Also, Gegner. Och nein. Naja, wobei, die sind nicht so schlimm. Ich mach jetzt kurz einen Prozess draus. Okay. No risk, no fun. Aber schon geht's wieder los. Was muss man hier machen? Okay, ist hier so ein Ventilatorteil. Da geht die Plattform nach unten, aber sollte man auf den überhaupt drauf? Ich wollte es versuchen, aber es ging nicht. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Komm hierher. Komm hierher. Bitte. Bitte. Ich will diesmal ein bisschen mehr schaffen, also nicht so viel in diesem Level vergeuden, außer der Levelaufbau ist krass und es dauert lange. Ich habe so ein komisches Gefühl, aber naja gut. Ich will lieber nochmal nachschauen, aber kann ja sein, dass hier nochmal irgendwas kommt. Na, okay, aber von diesen Fliegenden hier, ja komm schon, komm du auch. Gut, dankeschön. Ich finde ihn eigentlich ganz nice. Ist ganz schön. Ach, was für ein Timing. Ah ne, da oben ist ein Schlüssel. Ich dachte schon. Aha, okay. Jetzt komme ich wenigstens rüber. Kannst du nochmal herkommen? Hallo? Wunderbar. Jetzt kann ich wenigstens nochmal drauf und kann hier rüber. Ich versuche es jetzt einfach so. Und es war natürlich dumm. Ja, okay, 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 oder? Mach schnell, ich will zur Plattform. Nein! Ach, Mann! Nein! Fängt ja gut an, ne? Na! Wie schon wieder? Das hatten wir doch schon im letzten Part. Bitte! Mach keinen Scheiß! Kommst du irgendwo auf den Octoplooter drauf? Ja, klar! Ich bin nur gerade zu dumm dazu. Und noch ein bisschen zu warten. Komm, mach hin, ne? Mach einfach. Danke. Oh, schwere Geburt, ey. Lass den Pluviator fliegen. Wollten wir nicht viel bringen, oder? Ah, wobei, ja. Vielleicht eventuell. Ja, hat mir ja viel gebracht, ne? Da kommt ja sowieso nicht auf die Plattform drauf, oder? Ne, zum Glück nicht. Okay. Komme ich jetzt auch wieder hoch? Irgendwie schon! Alter, ist das knapp! Wie kriege ich das jetzt hin? Ich werfe einfach mal eine Klecksbombe. Nein!
glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich sollte lieber etwas vorsichtig rangehen. Ich versuche es jetzt lieber vorsichtig zu machen. Also so lange bis zum nächsten Checkpoint. Ich kann mir jetzt keinen weiteren Fehler erlauben. Überhaupt nicht. Ein No-Go! Gut, danke. Oh, scheiße. Machen wir die einfach mal von oben alle weg. Wunderbar. Den Schlüssel brauche ich für... Okay, da vorne. Und da auch nochmal, okay. Jetzt brauche ich auf jeden Fall insgesamt zwei. Aber wir können ja das hier schon mal aktivieren. Das ist auch so ein Ventilator-Teil. Ich nenne es einfach so, weil es danach auch so aussieht. Also von daher... Ja, wenn wir trotzdem nach vorne gehen, bringt das sowieso nichts. Also von daher schlagen wir erstmal einen anderen Weg ein, würde ich sagen. Weil es bringt ja sonst nichts. Der Schlüssel ist wichtig. Beziehungsweise halt ist dieser Container, wo dann der Sprungboje wahrscheinlich ist. Och, nee. Robobombe, klär du das mal. Ich habe jetzt keine Lust drauf, ne? Okay, einen haben wir schon mal. Lauf wenigstens noch gut dahin. Sehr gut. Du machst deinen Job. Du kannst wenigstens was. Ich krieg's momentan nicht gebacken. Also, versuch's einfach nochmal. Okay, dann halt nicht. Ich wollte eigentlich erst ein bisschen blocken und dann... Ja, so geht's auch, ne? Hat der mich schon im Visier? Ne. Ja, nicht mit mir. Okay. Ach, da haben wir schon. Oh, nächster Checkpoint. Okay, gut. Puh. Haben wir wieder unsere Leben. Wäre ich jetzt wieder so schnell gestorben, Alter. Ich wäre wahrscheinlich fast zur Eskalibur im letzten Part, ohne Witz. So. Hier ist auch nochmal ein Weg. Ihr nervt hier nicht hier. Meine Fresse. Hier ist nochmal ein Schlüssel, den habe ich gerade noch gesehen. Den müssen wir auf jeden Fall bekommen. Boah. Kein Hitmarker hier, ne? Hier geht's hoch. Ist das hier so ein Secret Weg oder ist das nur so? Ist wahrscheinlich nur so. Extra für den Gegner. Ja, wahrscheinlich, ne? Gut. Wow. Vorsicht. Schlüssel haben wir. Ach so, okay. Extra für die Sprungboje. Kann man machen. Kann man vorher ein bisschen platzen lassen, bevor sie hier auf dem Boden landen. Wo jetzt lang? Ach ja, nochmal, ja, zum Container natürlich. Was ist da oben? Ist er? Ah nee, das ist ein Coupon. Das ist ein Coupon. Ach, Octolinger am Start. Die aber nichts können. Nee, nee, nee. Haben wir hier noch Praktikanten dabei, oder was? Nee, 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 nee. Ach, übrigens, Praktikant. Ich werde den Salmon Run mal anspielen. Aber ich werde das jetzt nicht als extra Projekt starten, wie manch andere YouTuber, weil... Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen unnötig, da jetzt so ein extra Projekt irgendwie zu starten. Also, es wird alles im Online alles gezeigt. Also von daher... Für mich hat das keinen Sinn. Also, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Wo muss ich jetzt lang? Ich denke mal hier. Irgendwie so. Ist jetzt immer noch keine Schriftrolle und kein Anchovium. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd zum Suchen, ich weiß nicht. Hier ist wieder so ein Hydrant. Ja, mal wieder, naja. Mal wieder ist gut in diesem Level. Was war das jetzt der erste? Mhm. Soweit so gut. Passiert hier irgendwas, wenn ich den hier aktiviere? Nö, ah ne, hier ist aber das so ein Ventilator-Teil. Der bringt mich irgendwie nach vorne. Also weiter nach links. Ah, hier haben wir schon mal das Anchovium. Wunderbar. Da kommt man aber leicht ran. Leicht.
Ja, den Fail hab die nicht gesehen. The fuck. Ja, soweit so gut, mehr oder weniger. Ihr könnt euch doch gleich verpissen, ihr könnt doch sowieso nichts, also von daher, nee. Ich glaube, bis ganz nach links. Und dann schnell bewegen, sonst wird das nichts mehr. Hä? What the fuck? What the fuck? Nein. Nicht nochmal. Ich kann es mir nicht nochmal leisten. Bitte verkackt nicht nochmal. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ach du Scheiße. Ich will das wirklich nicht machen. Na, wobei, ich kann es auch anders versuchen, ne? So schwer muss ich mich ja eigentlich nicht anstellen. Ach ja, die habe ich jetzt vergessen. Geh weg. Geh weg. Ich mach's anders. Curlingbombe? Bringt eigentlich nicht viel, ne? Hat mir nicht viel gebracht. Auch woanders hin bewegen, bitte. Ja. Nee, ich will nicht nochmal sterben, also. Boah, Alter. Das ist wirklich irgendwie so ein bisschen knapp. Komm, versuch's nochmal. Bitte. Nein. Ich will nicht nochmal sterben. Ich hab noch ein Leben. Oh Mann, komm schon. Was soll ich noch alles versuchen? Ja, vielleicht. Ja, komm schon! Ja, danke! Danke! Lass mich jetzt ja nicht sterben! Okay, ich muss das Teil nochmal benutzen. Und rüber! Nächster Checkpoint. Sehr schön. Letzter sogar. Schriftrolle. Was geht denn da bitte schon ab? Okay. Wie soll ich das jetzt machen? Ich habe jetzt einfach eine Idee. Ich werfe jetzt einfach eine Curlingbombe rüber. Kann ich dann noch hier irgendwo weiter? Ah, nee, hier wahrscheinlich, ne? Na, okay. Hier ist wieder so ein Teil übrigens hier. Also brauche ich wieder einen Schlüssel. Komm, versuch irgendwas. Hat ja viel gebracht. Na, hätte sogar wirklich was bringen. Hätte wirklich was gebracht, so. So, komm nochmal. Ja! Okay. Oh Mann, wieder dieses Octosniper, den ich nicht leiten kann. In einem Level, wo es mit derbe auf den Sack gegangen sind. Nein, nicht mit mir. Kannst du vergessen. Ja, Schlüssel schön und gut, aber ich brauche eine Schriftrolle. Und wo ist die, Gottverdammt? Wo ist die Schriftrolle? Da oben ist halt das Ziel. Ich brauche die Schriftrolle. Ich komme sonst nicht hin. The fuck? Och nö, war ich wieder zu doof zum Suchen oder was? Ja, zurück kann ich auch nicht mehr. Scheiße. Ach Mann. Ich will es nicht nochmal machen. Das ist scheiße. Nein! Okay, das war scheiße. Also zurück komme ich jetzt leider nicht mehr. Wo war denn dann die Schriftrolle, bitteschön? The fuck? Ach man, ich will es eigentlich nicht nochmal machen. Ach man, das ist doch scheiße. Hey, ich kann euch schön austricksen, ne? Wunderbar. Wieder den Schlüssel. Vielleicht ist er ja doch hier irgendwo, die Schriftrolle. Kann ja sein. Aber am Ende ist er irgendwo
so leicht auf dem Weg wieder zu finden oder so. Und ich war einfach nur zu doof dazu. Das kann ja auch sein. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Naja, gut. Ja. Ja, muss ich es halt nochmal machen. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Aber naja, ist halt so. So ist es halt passiert. Alter, war das knapp, ey. Alter. Okay. Ist vielleicht hier drumherum? Ne, wahrscheinlich nicht. Naja. Dann muss ich es halt nochmal machen. Geht nicht anders. Verdammt, Mann, wo waren die? Ich bin mal wieder zu doof zum Suchen. Wahrscheinlich. Verdammt! Ja, schön, Arti. Ja, danke. Ja. Noch eine Elektrowelt und das Bosskessel-Portal wird sich öffnen. Ja, das wird erst im nächsten Part gemacht. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch 2 Level machen. Yeah, okay. Ja, so wie immer. Wir sehen uns dann im Level dann gleich wieder, wenn ich dann die Schriftrolle gefunden habe. Also bis gleich. Wie soll ich denn an diesem Schalter da rankommen? Hier ist ein Schalter. Hier ist ein Schalter. Toll. Plattform habe ich gesehen und dann kommt man hier zur Schriftrolle. Das hab ich gesehen, ist mir noch nicht mal aufgefallen. Ja. Dann sehen wir uns in der Oberwelt wieder. Also bis gleich. So. Da haben wir jetzt alles, beides. Wunderbar. Und Schriftrolle Nummer 20 steht geschrieben. Aufgabe gelöst. Lernen mit Limone. Läuft ab Donnerstag um 25 Uhr auf SBS. Hier lernt ihr, wie man seine Aufgaben am effektivsten vor sich herschiebt. Alles klar, dann weiß ich ja, was ich zu gucken habe. ja. Dann gehen wir hier weiter in Level 21. Octoling Hinterhalt an den Moränturm. Und hier können wir mal eine Waffe wählen. Und ich nehme hier jetzt einfach mal, weil ich gerade voll Lust und Laune habe. Und manchmal läuft's gut, manchmal auch nicht. Nehmen wir mal die Sniper! Toll! Hoffe, ich bereue es nicht. Gut. Na, ja, Octolinge wieder am Start. Wunderbar. Und Octoschützen auch. Wunderbar. So, dann geht's also wieder ans fröhliche Sammeln von Mini-Elektrowälzen. Du hast es auch fest. Aber der Hintergrund sieht nice aus. Schön im Abendrot hier die Sonne. Das sieht richtig nice aus. Das ist wirklich richtig nice. Okay, der Einlog-Link fühlt sich ja richtig cool. Nice Shot. Okay, wir haben schon mal hier aufgemacht. Aber wir wollen ja nicht so schnell das Level beenden. Aber das sogar jetzt hier auf dem zweiten Teil sogar noch schneller vorbeigeht, habe ich so das Gefühl. Wunderbar, ich habe extra drauf gewartet. Okay, Springler sind auch wieder aktiv. Gab es die schon in einem vorherigen Level überhaupt? Ich weiß gerade nicht, ich habe es jetzt einfach mal so erwähnt, als wären sie schon da. Vielleicht muss man hier wieder diesmal irgendwelche Tintenwale zerstören. Ah, der Sniper ist schon aktiv. Scheiße. Nicht gut, ist hier irgendwas? Nope. Ja, einfach mal irgendwelche Tintenwelle zerstören oder so. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Beim letzten Mal war ja auch, hier kamen noch irgendwelche Kisten noch mit hinzu. Okay, da stecke ich in einer etwas brenzligen Situation, aber ich habe es auch geschafft. Okay, hier hinten scheint irgendwas zu sein. Eine Kiste. In einer guten Fähigkeit. Na, nicht gut. Geh einfach so in die, Alter, jetzt reicht's mir. Verpiss dich. Und du genauso. Wunderbar. Vielleicht noch jemand? Nö. Gut.
Alter. Das sind auf jeden Fall etwas schwieriger geworden. Das muss man denen lassen, ne? Da, 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 da. Komm. Ich krieg dich noch. Alter! Keine Tinte. Aufladen. Komm. Ja, du fühlst dich cool, ne? Komm, 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 komm. Alter, du fühlst dich cool, ne? Machen wir es halt so, wenn es anders nicht gehen will. Aber jetzt. Wunderbar. Wenn ich schon nicht gebacken kriege, dann die Rubberbombe. Nummer 3 haben wir schon. Und hier ist auch Nummer 4. Okay, soweit so gut. Machen wir das hier mal auf. So, die Hälfte haben wir schon. Und dann Sprengler, ne? Ah, gut. Hier irgendwas? Auch nicht, okay. Ich habe immer noch kein Anchovium wohl gemerkt. Immer noch nicht. Ich könnte mal nochmal in diesen Kisten nochmal nachschauen, irgendwie. Ich bin gerade ein bisschen zu schnell, habe ich so das Gefühl. Okay, nur so eine Sardinenbüchse. Ach, ist noch jemand. Schnell ausgeschaltet. Okay, hier war nichts. Auch gut. Wo war noch so eine Kiste? Ah, da so, da oben ist auch noch was. Ich hab irgendwie komplett übersehen, ne? Okay. Okay, dass ich die zwei Kisten trotzdem getroffen habe. Habe ich damit jetzt nicht gerechnet, aber man kann es ja mal versuchen und es hat sogar funktioniert. Schön. Damit überspringe ich ein bisschen zu viel, ne? Ja, so viel will ich jetzt nicht überspringen. Alter, die ganze Map einfach, das ist schon zum Überspringen, ne? Immer noch auf der Suche nach den zwei Teilen. Checkt einfach nichts, ne? Easy going getötet. So, zwei fehlen noch. Aber immer noch kein Plan, wo Anchovium das andere halt sein könnte. Ich hab wirklich keinen Plan, wo das sein könnte, ne? Wo ist das? Ich brauch beides. Vielleicht ist beides auch ganz oben, wer weiß. Ist hier noch irgendwas? Nö. Nö, ist nichts. Verdammt. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Aber da sind bestimmt auch noch Fischeier drin. Safe. Ach. Ich schaue da jetzt einfach hin. Nein, 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 ich wollte. Nein! Nein! Geh weg! Will ich nicht. Noch nicht. Okay, gut. Ach, verdammt. Komm, schieß da nach oben, ich will da hin. Ach, warum war das so klar? Hier sind dann auch nur irgendwelche Kisten. Hier ist aber auch noch was. Aber ich kann ja nicht überall sicher sein. Vielleicht kommen da noch irgendwelche Kisten, die dann so spontan kommen, wenn man halt diese Tintenwelle dann irgendwie halt kaputt macht. Keine Ahnung, was weiß ich. Ist auch nichts. Ach komm schon. Verarscht mich doch nicht. Was soll denn das? Schriftrolle? Ja. Wenigstens haben wir die Schriftrolle. Das ist sehr gut. Ach, ich höre jetzt oft bis ins Detail zu suchen. Ich gehe jetzt einfach so ganz stark davon aus, dass sich das Anchovium ganz oben einfach befindet. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Sorry, aber... Nee, danke. Das will ich mir jetzt sparen. Es wird zwar jetzt keine genaue halbe Stunde jetzt hier das Video. Wenn ich es uncut lasse, dann ja. Aber, nee, nee. Dauert sonst alles zu viel und... Naja, ich würde ja immer gerne 15 bis 20
bis 20 Minuten aufnehmen, also so, okay, eigentlich sogar unter 20 Minuten, naja, wobei jetzt so mindestens 15 bis 20 Minuten, aber wenn das immer so länger ist, ja, ist halt scheiße, ne? Immer so eine bestimmte Länge oder so. Wunderbar, direkter Shot und kriege ich's hin? Wunderbar. Ich denke mal, dass hier das letzte Anchovium, ach, das letzte Anchovium, ich bin noch dumm. Damit das letzte Anchovium, das labe ich. Du solltest zurück. Nein! Nein. Okay. Gut. Was geschieht hier, Alter? Was ist los? Irgendwie kriege ich gerade nichts hin. Irgendwie. Keine Ahnung. Es ist irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich gehe jetzt einfach nochmal nach oben. Ja, ich mach's so. Komm, Robobombe, du schaffst das. Okay, ich dachte schon, irgendwie habe ich es aus Szenen rausgeflogen oder so. Hat Schlange gedauert. Na, ich will es ein bisschen chilliger machen. Schön avisieren. Feuer frei. Verdammt! Bestimmt hier irgendwo oben, oder? Komm schon, lass mich nicht in den Stich. Nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist nicht euer Ernst. Verdammt, Mann, wo ist das Anchovium? Wo ist es? Ich brauche es, please. Bitte. Weiß auch noch was? Oh Mann, komm schon. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Ist hier noch irgendeine Kiste? Irgendwas, was ich übersehen habe, zufällig. Irgendwas. Es muss doch noch irgendeine Kiste oder irgendwas geben. Ah, okay. Ah! Okay, wunderbar. Auf zum letzten. Ah! Tinde! Verdammt. Muss ein bisschen nähern. Okay, jetzt aber. Geschafft! Okay. Okay. Haben wir es jetzt auch endlich mal geschafft. Okay. Uncut 36 Minuten. Du Scheiße. Alter, das so irgendein Video uncut war bis jetzt noch nie so lang irgendwie, ne? Scheiße. Okay, Schriftrolle Nummer 21. Aioli von den Sea Simons wurde nach Abschluss der Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie am Flughafen von Fans entdeckt. Es kam zu Tumult, ne? Aioli behielt ihr Lächeln. Doch wird der Ruhm über kurz oder lang seinen Preis fordern? Tja, das werden wir halt erst in den zukünftigen Schriftrollen erfahren, was doch alles noch mit Aioli passiert ist. Und dann... Okay, das Bosskesselportal ist offen, jetzt kannst du den Boss baden, bla 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 bla. Okay, gut, liebe Monat, danke für den Tipp. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part weiter mit dem Bossfight. Und dann geht's rüber zur nächsten Zone. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, macht's gut.